Und damit herzlich willkommen zurück zu Siedler 3. Bei uns wird jetzt die erste Fähre fertig, der Turm dort unten wird auch fertig, dass wir hier unten mehr Bauaufträge geben können. Unsere Kaserne ist fertig, so dass wir auch ein paar Soldaten produzieren können. Was eigentlich gar keine so schlechte Idee wäre. Was Telefon? Und weiter geht's. Wir laden hier mal kurz die Diebe aufs Schiff. Wir haben hier ein paar Sägen. Wir haben hier Holzfäller. Dann wenn wir das mal so machen. Wir bauen hier unten zwei Holzfäller und ein Sägewerk dabei. Das reißen wir dann aber auch später wieder ab. Aber um Platz zu schaffen, ist das erstmal praktisch. Getreide von bauen wir hier hin, dass wir hier das Getreide anbauen. Und hier unten machen wir ein großes Wohnhaus. Gleichzeitig natürlich auch wieder einen kleinen Turm. Die Waffen, die wir haben, werden wir jetzt erstmal alle benutzen. Und du segelst nach oben. Nach Norden. Dann bauen wir ein Handelsschiff. Wir werden danach auch direkt weitere Fähren in Auftrag geben. Die Bäckerei ist ja jetzt auch fertig. Stellen wir schon mal Brot für die Eisenmine ein. Das erste Getreide wird ja auch schon an die Mühle bald geliefert. Die Bäckerei ist noch gar nicht fertig, ich brauche noch ein paar Bretter. Da haben wir unseren Asiatenfreund, der produziert auch schon Soldaten. Wenn wir hier einen Stützpunkt hätten, wäre das für uns natürlich der erste Schritt, um weiter voranzukommen. Die Fischerhütte, die liegt im Moment voller Fische. Das ist für uns gut. Das bedeutet, im Moment hat er noch kein Gold, aber er hat eine Menge Soldaten. Also an den kommen wir im Moment erstmal gar nicht dran. Aber der hat auch überall Steine gelagert und Holz. Mal sehen. Wir segeln einmal um die Insel rum. Und schauen dann und planen dann, wie es weitergeht. Hier, der produziert auch schon einige Soldaten. Bei ihm ist scheinbar gerade ein Wohnhaus fertig geworden. Das sind Waffen. Wenn wir auf der anderen Seite eine Kolonie gründen würden, wenn wir direkt hier Soldaten, also Waffen zum Soldaten produzieren. Das wäre natürlich auch eine Idee. Wir bauen jetzt hier schon mal ein Weingut. Göttliche Aufwertung brauchen wir auf jeden Fall. Gut, der Gelbe wird uns erstmal keine Probleme machen.
Das dauert auch bei dem auf jeden Fall noch, bis der Gold produziert. Das ist der zweite Asiate. Da haben wir gesehen, er produziert im Moment Soldaten. Da gucken wir nachher vorbei. Okay, die haben alle noch schon einige Soldaten. Da können wir mit einer Fähre noch gar nichts machen. Das hat bei einer Fähre noch überhaupt keinen Sinn. So. Pause zwar lieber andersrum, dass sie dann nach links das Feld haben, aber in dem Fall ist das, glaube ich, besser. Und ihr kriegt jetzt das ganze Holz. Gut, da baut er einen Holzfäller. Das stört uns erstmal nicht. Können wir hier irgendwo, da unten können wir einen kleinen Tempel hinbauen. Das stört, glaube ich, die Getreidefarmer nicht. Ja. Wie gesagt, wenn das da abgeholzt ist, ist dort links müsste Zutang sein. Der interessiert uns sowieso nicht. Das ist eine Goldmine und das ist schon mal schlecht. Das heißt, im Moment sieht es so aus, als wird dieser Asiate unser Primärziel. Wir versuchen dann einen Turm hier irgendwo an dieser Stelle hier zu erobern. Wobei, der hat überhaupt nicht so viele Soldaten. Mit einem gezielten Angriff könnten wir da direkt was erreichen. Ich sehe jetzt doch kurz nur mal hier vorbei, dann sehen wir nochmal die Soldaten von ihm. Aber der scheint gar nicht so viele Soldaten zu haben. Wenn wir 3, 4 Fähren haben, voller Soldaten, dann dürfte es kein Problem sein. Da hat er eine kleine, hier eine kleine, dann eine größere Gruppe. Wir könnten uns bei ihm zumindest einen Vorposten sichern. Der Turm wäre hier halt interessant. Wenn ich mit 4 Schiffen voll diesen Turm hier angreife, dann springe ich die Goldschmelze und die Kaserne und dann ist der erstmal auch kein Problem mehr. Die Holzfäller und das Sägewerk werden jetzt auch langsam fertig. Müsste es mit dem Holz auch schneller gehen. So, und der Grüne. Der ist, wie gesagt, nicht wirklich ein Problem im Moment auch. Weil er erstmal auch Lager bauen muss, aber er produziert schon Gold. Der braucht noch etwas. Also wir sehen zwar jetzt hier nicht rein, aber er muss sich erstmal etwas weiter ausbreiten. Das wird bei ihm wahrscheinlich noch etwas dauern. Und jetzt ist die Frage, wie sieht es mit dem Grünen aus? Da oben die Insel, die ist ja, wie wir gesehen haben, unbewohnt. Da müssen wir uns erstmal nicht drum kümmern. Das wird zwar wegen dem Platz Mangel auf unserer Insel ganz praktisch, wie es schon in den Tipps steht. Aber im Moment haben wir hier noch genug Platz. Wir können uns auch sogar noch Platz schaffen. Und wenn wir es schaffen würden, einfach dem Asiaten die Insel wegzunehmen, könnten wir auch zum Beispiel die Soldatenproduktion auf diese Inseln verlegen.
Und dann haben wir auch den Platz. Hier hätten wir sogar Hämmer und Schaufeln. Also ich denke, wir werden diese Insel uns als erstes versuchen unter den Nagel zu reißen. Dann müssten wir nur noch Siedler hierher bringen. Und könnten dann hier einfach Steinbruch hinbauen, Holzversorgung ein bisschen aufbauen, ansonsten Wohnhäuser. So, ihr baut als nächstes eine Fähre. Wir brauchen Fähren. So, der will Mana produzieren. Ja, wir haben gesehen, die Ägypter haben wir ja gesehen, die produzieren aus Getreide Bier. Wir bauen Wein an. Die Asiaten machen Reisschnaps. Die haben dabei den Nachteil, dass sie dafür Kohle brauchen. Und damit haben die ja nicht nur die Waffenproduktion, die Werkzeugproduktion, die Kohle verbraucht, sondern auch noch ihre Mana-Produktion, die Kohle verbraucht. Was dann auf Dauer... Ah, ja, das Spiel gespeichert. Auf Dauer dann für die Asiaten schwierig werden kann. Hier könnten wir tatsächlich mal die Diebe entladen. Um das Ganze zu beobachten. Einen schicken wir runter, den schicken wir auf die Insel. Dann haben wir die besser im Blick. Vor allem ist es wichtig zu wissen, produziert er schon Gold? Und wenn er schon Gold produziert, geht er dann hin, lagert er es schon ein. Ganz vorsichtig. Da oben ist Gold. Wir lassen den jetzt mal dort stehen. Ich hoffe, dort wird er nicht entdeckt. Dann haben wir einen Blick auf die Goldmine und können sehen, ob der die Produktion richtig startet oder nicht. Okay. Irgendwas fehlt ihm. Er beliefert zumindest die Kohlemine nicht. Da ist eine Goldmine, die wird wahrscheinlich voll liegen. So. Ah, hier unten wird jetzt auch Holz produziert. Gut. Könnt ihr ein Weingut bauen. Hier könnte ein Wasserwerk hin. Dann bauen wir hier ein Wasserwerk. Hier unten bauen wir noch ein Weingut. Eine zweite Bäckerei. Können wir dann tatsächlich da oben hinbauen. Das dürfte die Getreidefarm nicht stören. Ah. Jetzt ist da ein Stein hingeliefert worden. Okay. Du kommst hier runter. Blockiert er die ganze Zeit. Ziel wäre dann theoretisch hier oben.
Die tanzen den Steintanz. Gut, die zweite Getreidefarm ist fertig. Den zu überfallen, das wäre natürlich auch schön. Deshalb müssen wir erstmal eine Armee aufstellen. Goldschmerze ist tatsächlich ein Problem. Probieren wir mal anders. Wir reißen hier die Bäckerei ab. Gucken, ob das da sich aufgeht. Ja. Gut. Kommt die Bäckerei irgendwo anders hin. Im Zweifelsfall dort hinten. Wir haben ja sowieso eine Bäckerei im Moment schon. Die reicht auch aus für die Kohlenmine. Ist die Frage, ob wir überhaupt eine zweite Bäckerei brauchen. Ihr könnt schon mal an Bord gehen. Und hier hoch. Das große Wohnhaus wird auch bald fertig. Das wird uns auch helfen. Ich werde dann erstmal nicht auf Aufwertung warten. Einfach damit wir schneller die Asiaten stoppen können. Ich weiß gerade gar nicht, reagiert eigentlich der Computer auf die Schiffe? Also ihm sah es so ein bisschen danach aus. Aber ich weiß es gerade gar nicht. Wir haben eine Kampfkraft von 29. Das ist wenig. Das heißt, wir müssen hier oben schon massiv mit sehr vielen Soldaten landen. Möglichst schnell den Turm erobern. Und am besten eine Menge Soldaten haben, die hier unten praktisch den Rest aufhalten, bis der Turm uns gehört. Und dann den Kampf im Prinzip auf unserem Land austragen, wenn wir es erobert haben. Da oben wird im Moment noch kein Gold abtransportiert. Bei uns auch nicht. So. Er findet kein Holz mehr. Das ist nicht so schlimm. Naja, je nachdem, wie viel Platz wir dort oben kriegen, können wir dort sogar tatsächlich noch ein bisschen Holz produzieren. Ist zwar die Frage, ob wir das überhaupt benötigen, aber ja. Es liegt voll mit Kohle. Ich befürchte, der Gelbe hat sich eingebaut. Aber der Grüne, der hat noch alle Chancen offen. Wir werden den aber auch wahrscheinlich jetzt als letztes besiegen können. Die zweite Fähre wird jetzt fertig. Wir produzieren direkt die nächste. Das große Wohnhaus kriegt sein letztes Brett. Und auch der kleine Turm wird gleich fertig sein. Und dann kriegen wir hier auch nochmal mehr Holz erstmal geliefert.
Schweinefarm und Fleisch, Schlachthaus. Was? Oh. Die wollten wahrscheinlich nach da oben verschieben. Oder einer von seinen Geologen oder Spionen hatten angestupst und in sein Land geschubst. Gut, dann produziert einfach mal von jedem 10. Eisenschmelz ist auch bald, Goldschmelz ist auch bald fertig, wenn es so weitergeht. Die haben ja jetzt erstmal wieder was zu tun. Da oben kann man eine Schweinefarm hinbauen, hier Schlachthaus. Der Weg ist zwar relativ weit, was etwas ungünstig ist, aber das können wir nicht ändern. Erst Wein wird angebaut. So, du bist voll. Wenn wir hier noch zwei Schiffe platzieren, die hier dazwischen die Soldaten abladen. Die zwei Schiffe kümmern sich dann oben drum und die anderen zwei Schiffe hier dazwischen, die sollen einfach nur abhalten. So, aber dann bedanke ich mich fürs Zusehen, wünsche noch einen gesegneten Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!